2016 geht es dem Ende zu. Wir haben jetzt einige Videos schon abgedreht, viele Projekte gemacht mit anderen Leuten. Und ja, Karl, was sagst du dazu 2016, von dem Jahr? Also ich muss sagen, seit März 2016, wo wir unser erstes Video gedreht haben mit der Steffi Davis, ist einmal sehr gut angekommen. Die Leute waren eigentlich ziemlich begeistert. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Und auch in Flying Uber haben wir da gehabt, haben das in unserer ehemaligen Kraftkammer in Athletic Union das Video abgedreht. Ist auch sehr gut angekommen. Und das Weihnachtsvideo, unser Weihnachtskalender, der auch ganz gut besucht war. Und im Übrigen in den kommenden Jahr, 2017, haben wir natürlich einiges vor. Qualitätsmäßig uns verbessern und einige Gäste einladen und Videos drehen. Das Highlight wäre wahrscheinlich ein Video mit Arnold, wenn uns das gelingt, das wäre der Hammer. Aber wir sind zuversichtlich und glauben, das wird hinhauen, das wird klappen. Ja, also es ist nicht leicht, an ihn heranzukommen, aber ich glaube, es wird uns gelingen. Und wenn es sein muss, müssen wir drüber fahren ins Coach Gym. Aber wenn alle Strecke reisen, wird es auch gelingen. Ein kleiner Außendienst in Los Angeles. Ja, wäre nicht schlecht einmal, ne? Ein Training im Coach Gym und dann auf Venice Beach ein bisschen am Strand gehen. Super. So in die Zeiten damals. Du warst ja schon einmal im Coach Gym. Ich war schon einige Male. Und ich war schon im Coach Gym, in den ersten Coach Gym, da wo der Arnold sich vorbereitet hat für die Mr. Olympia. Das war natürlich für mich einmal ein totales Erlebnis, in so einem Studio zu sein, obwohl mich das nicht von den Socken gerissen hat, weil das war dort eigentlich wie eine Rumpelkammer. Da war unser lieber Stadion, der Trainingsraum, auch nicht viel schlechter. Aber das ist, kommt nicht immer auf das darauf an, was für Geräte da stehen, sondern auf die Motivation der Sportler. Und die haben vorhin ordentlich Gas gegeben dort. Ja, an der Stelle möchten wir uns natürlich auch bei euch bedanken für die ganze Unterstützung die ganze Zeit über und für das, dass ihr unsere Videos anschaut, uns positiv bewertet bei YouTube, bei Facebook mit den Daumen nach oben, ganz wichtig für uns. Und ja. Ja, für uns ist das auch Motivation. Wenn ihr die Videos super bewertet, haben wir wieder mehr Motivation, uns noch zu verbessern und einiges Neues zu bringen. Also im Übrigen wünschen wir euch für das neue Jahr, für 2017, viel Erfolg beim Training, bei der Ernährung vor allem und dass alle Ziele erreicht werden, die ihr euch vorgenommen habt. Alles Gute. Und natürlich viel Gesundheit weiterhin. Das ist einmal das Wichtigste. Gesundheit und keine Verletzungen.